Ey, wa Habibi, was geht ab? Checkt den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort kommt ihr zu dem Kanal von meinem Bruder Beck hier. Guckt euch ein neues Video an. Gebt dem Like. Wir bauen den nun jetzt auf. Und inshallah kommt am Montag, also kommenden Montag, mein Abo-Special raus. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ihr unterschätzt alle ABK. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon erwähnt habe, aber dieser Junge ist einfach nur intelligent und alles, was er macht, jeder einzelne Schritt von ihm ist durchdacht. Es ist nicht so einfach, jemanden wie ihn zu stürzen, denn das ist eine Meisterleistung in puncto Psychologie, in puncto Menschenmanipulation. Der Junge ist sehr gefährlich. Round 1. Halim, ich hätte das niemals von dir gedacht. Schämst du dich nicht, mit deinen 28 Jahren bei einem 17-jährigen Jungen zu lutschen? Nein, Digga, ich bin doch erst 25, also darfst du doch noch bei kleinen Kindern nutzen, oder nicht? Ich habe dich gefeiert. Wir haben uns Bruder genannt. Ach, was für Bruder? Sind wir jetzt Brüder, nur weil du bei mir kommentierst, oder was? Sind die alle hier auch deine Brüder? Du redest mir hier vom Bruder, ich hab dich noch nie in meinem echten Leben gesehen. Ich weiß nicht einmal, wie sich deine Hand anfühlt. Ich hab dir vielleicht nur ein, zwei Mal auf Snapchat geantwortet, weil du mich zugespammt hast wie so ein 12-jähriges Fangirl. Und da tut mir hier einen auf Bruderliebe. Bei euch Lappen da in YouTube basiert, glaube ich, diese Bruderschaft nur so lange oder hält nur so lange an, wie man sich Daumen hoch gegenseitig gibt, wie man sich gegenseitig abonniert, gegenseitig kommentiert unter den Videos. Dann ist man noch Bruder. Und wie war das doch mal? Du meintest zu mir, ich sollte nie Kommentare löschen. Was hast du denn gemacht? Du hast meinen Kommentar gelöscht. Ihr könnt alle überprüfen. Der hat einfach meinen Kommentar gelöscht. Was laberst du? Was für gelöscht? Wallah, ich hab bis heute nicht mal deinen Kommentar gelesen. Guck mal hier, ich zeig dir jetzt, wo dein Kommentar ist. Hier, ich hab den gefunden, der ist nämlich hier in diesem Spam-Ordner gelandet. Dann muss ich den ja wohl nur genehmigen. Hier, genehmigen wir den. So, jetzt hast du dich selber gefickt, Lejanko. Du sagst jedes Mal in deinem Stream, dass sie dir was spenden sollen, weil es euch finanziell nicht gut geht. Aber dass du so ekelhaft bist und im Stream einfach nach Geld bettelst, damit du dir eine PS4 kaufen kannst, ist echt armselig, ja? Ja, besser als die irgendwo zu dirbern. Walla, mein Cousin ist richtig ehrenlos. Da hat er so eine PlayStation 4 Pro hier. Das meint er, der hätte die angeblich aus dem Jugendzentrum gedirbert. Und außerdem hast du doch auch eine PlayStation 4, sogar in der Limited Bekir Edition. Und so jemand wird Lehrer? Welche Schule möchte so einen asozialen Lehrer einstellen? Wir kennen ja schon deine Erziehungsmethoden. Ey, bist du jetzt auf einmal Danny the Greek? Nein, Danny the Türk geworden? Wohin jetzt einmal den Kritiker spielen und auf einmal mich für diese Art kritisieren, obwohl du mich Jahre zuvor angeblich doch gerade wegen dieser Art gefeiert hast? YouTube ist die eine Sache, Real Life ist die andere Sache, Dicker. Sagst du, gibst Bicky Rücken und du fickst jeden Einzelnen, der ein Video gegen Dead Bicky gedreht hat? Ja, Digga, dann versuch doch mal Jump Broke zu ficken. Jeder weiß, dass Jump Broke ABK vernichten würde. Junge, man merkt einfach, dass du gar kein Argument hast und deswegen irgendwelche anderen Leute rufen musst. Wenn du später mit deiner Frau fickst, sagst du dann auch zu ihr: Schatz, ich bin zwar gut im Bett, aber der Jamburg, der würde dich noch viel besser ficken. Ihr nennt diesen Typen Ehrenmann? Welcher Ehrenmann verlangt von einem Freund 500 Euro, damit sie zusammen ein Video drehen? Halim, du weißt ganz genau, was ich meine. Du kleiner, dreckiger Junkie. Marco Tanga hat mir selber in WhatsApp geschrieben, dass der eigentlich gar nicht wollte, dass du das überhaupt erwähnst. Und was machst du? Aber Le Junko, jetzt muss ich wegen dir Marco Mankas größtes Geheimnis veröffentlichen. Einfach nur, weil du mir jetzt irgendeinen Scheiß angehangen hast. Von wegen, ich wäre ein ekelhafter Mensch, der 500 Euro von Freunden verlangt für ein Video, Amanokoi. Dieser Marco Manka hat mir damals irgendwann von sich selber aus in WhatsApp geschrieben, dass der mir 200 Euro bietet, wenn wir ein Video zusammen drehen. Dann habe ich, dreckiger Nafri, den natürlich auf 500 Euro hochgedribbelt. Warum? Weil ich nämlich von anderen YouTubern gehört habe, dass der denen mehr Geld bezahlt hat, um mit denen ein Video zu drehen. Weil komischerweise war Marco Manka auf den Kanälen dieser YouTuber nur einmal zu sehen. Da habt ihr nicht direkt von Freundschaft gesprochen. Der hat mir das Geld schon vor 3 Monaten oder so geboten und ich habe bis heute mit dem kein Video zusammen gedreht. Aber wisst ihr, was ich stattdessen gemacht habe? Ich habe den öfters bei mir YouNow eingeladen als Gast. Ich hab den in Videos erwähnt. Und das alles für Bellash. Und dann kriegt diese ekelhafte Ratte Fame. Und was macht der? Er stellt sich dann gegen mich. Und Leute, wallah, alles was ich gerade sage, stimmt. Ich hab sogar die ganzen Chatverläufe auf WhatsApp. Und fragt euch einfach mal, warum droht der mir, mich anzuzeigen, wenn ich euch jetzt die WhatsApp-Verläufe zeigen würde? Marco Manka schämt sich, dass er sich quasi Abonnenten kauft. Abonniert mal bitte an dieser Stelle meine wahren Freunde Dennis Ryder und The Realist Armin. Und natürlich Heike. Die haben mir nämlich 5,50 € bezahlt, damit ich die eben pushe. Le Junko, du warst einfach kein ernstzunehmender Gegner für mich. Du argumentierst wie ein Kanaka aus der 6. Klasse Ethikunterricht, der gerade um eine 3 kämpft.
Das Shampoo wird nicht rausgewaschen, Marco Manka, bis du kommst und mir die Haare wäschst, so wie du es mir angeboten hast. Ich hoffe, du kannst mir auch meine Kopfhaut massieren. Das ist ein angehender Lehrer. Wenn ich wüsste, dass mein Kind... Hä? Habt ihr das gesehen? ABK Army! Wunder ABK Army, ihr seid einfach überall. Deine ABK Army, deine Community ist krank. Deine Community geht ohne Anweisung zum anderen Kanal, disliked ohne Ende, beleidigt die ganze Familie, die Mutter. Die hängen einem am Arsch und kommentieren überall, nicht nur auf YouTube. Aber warum redest du überhaupt noch weiter? Du hast dich bei einem Blender entschuldigt, gegen den du 1000 Videos gedreht hast. Nichts ist passiert. Dann entschuldige ich mich bei jemandem, über den ich Videos gedreht habe, und ganz YouTube redet darüber. Du entschuldigst dich einfach bei jedem, damit ihr mich zusammen ficken könnt. Ekelhaft, wie viele Schwänze du in den Mund nimmst. Ich dachte, du hast diese Rolle nur gespielt. Jetzt muss ich euch aber was sagen. Ich habe mit ABK telefoniert und er hat ja auch in seinem letzten Video, hat er mich ja angerufen und hat seine Shampoo-Witze gemacht. Ey Bruder, ich hab nur kurze Frage. Guck mal, ich war gerade duschen, ich hab aber noch so ein bisschen Shampoo in den Hand. Weißt du, wie ich das am besten rauskriege? Am Ende hat er mir gesagt, Marco, ich wollte schon ein Video gegen dich machen. Du hast mich richtig abgefuckt, weil du so viele Videos über Beke gedreht hast. Aber die ein oder andere Person in meinem Freundes- oder Familienkreis hat gesagt, ich soll es nicht machen. Seit diesem Satz kann ich dir nicht mehr vertrauen. Junge, gerade dass ich dir das überhaupt gesagt habe, zeigt doch, wie ehrlich ich zu dir war. Und Junge, tu mir nicht einen auf Freundschaft. Echte Freunde würden sich niemals anzeigen, geschweige denn mit Polizei drohen. Fight! Du spielst Piano in der Freizeit. Doppelmoralischer kleiner Heuchler. Du bist ein Skater, Junge. Du bist nicht ein Kanacke von der Straße oder so, Junge. Du bist ein Skater, du spielst Piano in der Freizeit. Jetzt kommen wir zu Alec, der Junge, der immer sagen muss, dass der real ist. Junge, jemand, der real ist, muss das in seinen Videos nicht ständig erwähnen. Und du gehst doch auch nicht draußen zu irgendwelchen Leuten und sagst: Hallo, ich bin der Alec, ich bin real. Was erwartest du, was die Person dann sagt? Hey, ich bin die Maria, ich bin 50% real. Aber Leute, guck mal jetzt, was dieser Sondi für einen Kommentar bei mir abgegeben hat. Ey Junge, bist du eigentlich behindert? Was hat der Zittler damit zu tun? Dieser Le Janko versucht irgendwie John Brooke mit ins Spiel zu bringen. Und dieser Alec, er geht noch tiefer, er versucht Hitler mit ins Spiel zu bringen. Junge, sprich doch lieber einfach direkt von Indoktrination, anstatt sowas richtig Behindertes in die Kommentare zu schreiben. Ihr wisst echt nicht, was ihr machen könnt mit einem Menschen. Ihr wisst es echt nicht, Alter. Ihr wisst es einfach echt nicht, Mann. Ich schwöre, dein Entschuldigungsvideo war schon scheiße geschauspielert, ne? Aber das toppt alles! Alec, du machst dich gerade darüber lustig, dass Beckett heult. Was hast du damals gemacht, als ich dich gebäppert habe? Bastard, Alter! Wegen dir ist mein Ruf jetzt so geschädigt, Mann! Weil du das einfach in die Öffentlichkeit gebracht hast! Du hast geheult wie so eine Muschel, die gerade von drei senegalesischen Pferdeschwänzen durchgebäppert wird. Aber lieber Alec, es ist kein Problem. Ich würde dir auch gerne dabei behilflich sein, vielleicht einen Psychologen für dich aufzusuchen. Falls du meine Hilfe nicht in Anspruch nehmen möchtest, kannst du auch weiterhin bei Domians Kummerkasten dein Glück versuchen. Wie kann man als angehender Lehrer nur so ein Idiot sein? Wie bitte? Da warst du 20 und er war 13. Genau da liegt das Drama, dass mein Hate niemals vergehen wird, wenn du mich dauernd immer in deine Videos einbaust. Das wollen wir mal dahingestellt sein lassen, ob das von Dauer ist. Du bist mit einem Jungen zusammen, der voll in der Pubertät ist. Digga, bin ich der Einzige, der das sieht? Ja, und jetzt, wie läuft diese Beziehung? Wie sieht die Beziehung aus? Seine Argumente sind komplette Quatsch, so Doppelmoral ist auf jeden Fall da, heuchlerisch, 31er komplett. In deiner Lage finde ich sowieso, hätte ich sowieso davon abgeraten, sagen wir so. Heute wird ABK endlich mal gefickt. Wie bitte? Du wolltest ein Kind mit einem 14-jährigen Jungen? Ich will jetzt Beke und ABK, ich will dir nichts Schlechtes, aber ich sehe, dass es falsche Menschen sind. Junge, was laberst du mit deiner Super Mario Kart Autoscooter Musik im Hintergrund? Und ich möchte nicht, dass diese Menschen mit der Scheiße durchkommen. Und deswegen mache ich diese Videos. Ich will nur die Wahrheit. Junge, was redest du von Wahrheit? Red mal lieber von Arbeit, such dir irgendeinen Job oder so, Junge. Wenn du von Wahrheit redest, das wäre so, wie wenn ein Sonderschüler jetzt vom Abitur redet. Wenn jetzt kommen die an und sagen, hey, BK, der ist der Meinung, dass Sonderschüler... Ich und Sam haben auf die Schnelle für euch so einen kleinen Part geschrieben. Einfach jetzt an diese ganzen Heuschlans da draußen. Wegen dieser Beef-Geschichte. Gebt euch einfach mit. Yeah.
Guck, diese Fotzen, sie reden bloß groß. ABK, meine Army, schwimmt gegen den Strom. Ob Leben, ob Tod, ich fick eure Freundschaft, weil ihr Fotzen nicht mehr als paar Heuchler seid. Ihr seid nicht krass, ihr geht nur den Trends nach. Hol mir meinen Hack, auch wenn es Jahre nur Cents waren. Papa ist tot, hab das Foto im Bilderrahmen. Zahl meiner Mama die Wohnung und Pilgerfahrt. Fick auf den Fame und fick den Erfolg. Ich bring Geld mit nach Hause und Mama ist stolz. Hab's dir versprochen, ich schwöre, ich mach Asche später. Denn damals waren höchstens unsere Taschen leerer. Nur die Army kann sowas verstehen. Es geht ums Prinzip und die Loyalität. Ihr wollt Beef? Ja, wir regeln das schon. Dann zieht in den Krieg, ich spiel gegen den Tod. Fick auf den Fame, ich war grad hier die Schiene. Meine Army ist quasi Familie.